Hallo und herzlich willkommen wieder erneut zurück zum nächsten Part mit Alex. So, was so ich habe hin und her getauscht und Skillpunkte und Co. hochgeschraubt, sowie Geschicklichkeit noch ein bisschen erhöht und habe mir folgende Skillpunkte erworben. Darunter wären einmal Tiertrophäe 2, deswegen Geschicklichkeit auch nochmal erhöht gehabt. Werde wahrscheinlich jetzt versuchen, auch als nächstes Intelligenz noch auf 55 zu bringen und die Intelligenz auf 45, damit ich die Tiertrophäen 3 bekomme. Dann habe ich noch hauptsächlich hier Fähigkeiten erworben. Zum einen die Gruppefähigkeit, die Kampfkraft ja meiner Gefährten. Und ja, ich verlasse mich momentan immer noch auf die, also wäre es auch sinnvoll, wenn die ein bisschen mehr Schaden machen momentan noch. Dann habe ich den Attribut-Perk noch gelernt. Der gibt mir für jeden zusätzlichen Levelaufstieg noch einen Attributspunkt dazu. Ob sich das jetzt noch steigert, da steht nur einen zusätzlichen. Ob ich vielleicht beim nächsten noch die rückwirkend dazu bekomme, weiß ich nicht. Bin jetzt Stufe 11, sage ich mal mindestens Level 30 vermute ich, dass ich Maximalcharakter am Schluss habe. Das wären noch 19 Punkte. Einen Levelpunkt und sonstiges kostet das hier, also Lernpunkt. Grundsätzlich lohnt es sich immer noch auf meiner Stufe. Der Perk ist mir vorher gar nicht aufgefallen, also den würde ich ansonsten eigentlich auch versuchen zu Beginn zu erreichen. Aber es wird schon echt schwer, wenn man nicht kämpfen kann. So, und was ich mir noch gekauft habe, ist ja dann den erfahrenen Jäger-Skill. Ja, da bin ich jetzt sehr gespannt, wie das funktionieren wird mit den XP. Ob die auch wirklich sich jetzt lohnend erhöht haben auf die Dauer. Muss ja bedenken, dass hier ist eine Permanent-Welt, das heißt, jeder Mob, der einmal getötet ist, bleibt auch tot. Boah, schauen wir mal. Ich habe jetzt hier nochmal angefangen, weil die Bohnenliebe da irgendwo zu finden sein soll. Und das würde ich doch gerne mitnehmen. Genau, das war hinten in der Hütte des Mechanikers, beziehungsweise des Berserker-Zerlegers. Irgendwo. Bohnenliebe. Ja, läuft das Ding? Irgendwie kapiere ich das noch nicht so ganz. Vorsicht, die Leute hier mögen keinen technischen Kram. Schon gut, also fassen wir mal zusammen. Chat war hier und wollte sich den Berserkern anschließen. Richtig? Richtig. Aber er hat wie immer auf dicke Hose gemacht. Auch richtig. Tja, und dann hat er volles Pfund aufs Maul bekommen und wurde aus der Stadt geschmissen. Exakt. Und wo sollen wir ihn jetzt suchen? In der Wüste. Wenn die Berserker ihn nicht nehmen wollten, denkt er vielleicht, er kommt bei den Outlaws unter. Gut. Bezahlen wir den Wirt und hauen ab. Bin ja mal gespannt. Den jage ich ja auch dann Gravasi momentan hinterher. So, dann hätten wir noch zwei Quests in der Besser, die mir jetzt mal direkt auffallen würden. Und zwar zum einen, gut, die Abfall, also beziehungsweise Kontaktaufnahme muss ich auch noch machen. Die Abfallbeseitigung, die draußen töten. Ja, könnte vielleicht sogar noch passieren jetzt, weil sie sauer sind auf mich. Weil ich ihren Kameraden da ja jetzt mehr oder minder ausgeliefert habe. Könnte man mal probieren, wie das ausgeht. Einfach mal gucken kurz. Und dann nehme ich meine neue Gefährtin auch mal noch in Beschlag. Ich hoffe, das ist keine Direkt-Follow-Quest. Für sie tut es mir leid. Hey, was hast du mit Cooper gemacht? Er ist völlig im Arsch. Es wirkt so, als wäre er suggestiert worden. Faselt nur noch etwas davon, dass er glücklich sei. Ich habe nichts mit ihm gemacht. Scheiße, Mann. Dann muss er in die Hände der Suggestoren gefallen sein. Der Mann ist nur noch Gemüse. Wir müssen den Klerikern endlich das Handwerk legen. Der Meteor hat... Alles klar? So nicht. Es wären jetzt allerdings 4 Leute zum Töten. Wie soll das alles nur enden? Bissel viel. Erstmal was trinken. Ist sie wirklich so leichtgläubig? Ich glaube auch nicht, dass ich das überleben würde. Für sie tut es mir leid. Erstmal was trinken. Wobei ich durchaus jetzt mal gerne einen kleinen Stärketest machen würde. Also wir bringen jetzt einfach mal die Outlaws in Anführungszeichen um, schaffen wir eh nicht.
Total einfach mal, wie stark wir sind. Und unser Kamerad, wie stark er ist. Schmeißen auf jeden Fall direkt mal um. Hui, okay, wir halten einiges aus. Hätte ich gedacht, dass wir so viel aushalten. Wenn ich das hier ohne Heiltrank schaffe, wäre das geil. Aber ich könnte es auf jeden Fall schaffen. Mein Kollege macht nämlich einen Haufen Schaden. Kann man es bei Hunter mal betrachten, wobei der wahrscheinlich einen etwas höheren XP-Pool hat auch. Ich helfe dir. Soll ich nicht tot sein? Ja, ich wollte gerade sagen, das typische Ende-Symbol hat gefehlt. Aber ja, wir könnten die tatsächlich jetzt zerlegen. Dank unseres Gefährten Ray. Der macht ordentlich Damage. So nicht. Dann würde ich das sogar mal in Erwägung ziehen. Sei lieber still. Einfach weil die eine Quest einfach immer noch fertig ist. Ich weiß, das ist krank, aber naja. XP sind XP, ne? Aber das heben wir uns vielleicht mal irgendwann anders auf. Mal schauen. Ich spiele mit dem Gedanken auf jeden Fall. Immerhin sind es auch Mörder, wenn wir ehrlich sind. Wo warst du so lange? Ich bin ja jetzt hier. Ach, na schön. Dann sag mir mal, was du jetzt vorhast und wo du dein Lager aufgeschlagen hast. Okay, ich versuch's kurz zu machen. Oh Mann, da hast du dir ja was vorgenommen. Keine Ahnung, ob ich dir dabei helfen kann, aber ich werde es versuchen. Da bin ich mir sicher. Du wirst allerdings ein Jetpack benutzen müssen, wenn wir uns unterwegs nicht verlieren wollen. Natürlich. Ich bin mir schon bewusst, worauf ich mich hier eingelassen habe. So, und jetzt reden wir mal über mein kleines Problem. Mein kleines Problem. Wie geht es dir? Ich bin okay. Du hast dir eine Menge vorgenommen. Ich werde versuchen, dich, soweit ich es kann, zu unterstützen. Doch vergiss dabei nie, dass die Menschen dir nur dann folgen, wenn du auch ihre Interessen vertrittst. Du sagtest, du willst die Natur des Elex studieren. Wie soll das laufen? Ich kann die Präsenz des Elex spüren. Vor allem dort, wo es in großer Menge vorkommt. In der Nähe der Konverter. Richtig. Doch ist das meiste Elex dort schon raffiniert? Ich brauche Elex-Vorkommen, die noch nicht von den Alps erschlossen worden sind. Nur so komme ich an die natürliche Form des Elex. Sie ist noch unverfälscht und ich kann das Elex besser studieren. Wie willst du diese größeren natürlichen Elex-Vorkommen finden? Als der Meteoreinschlag das Elex vor vielen Jahren auf Margalan verteilte, suchte es sich seinen Weg bis in die kleinsten Felsvorsprünge. Dabei hinterließ es ganz typische Spuren der Eruption. Ich habe schon viele dieser Spuren gefunden, doch meistens führten sie mich in die Nähe eines Konverters. Bis auf eine. Ich wette, wenn ich dieser Spur folge, finde ich am Ende eines dieser natürlichen Vorkommen. Wo ist diese Spur, von der du sprichst? Im Norden der Stadt von Abessa. Wenn du willst, kann ich sie dir zeigen. Wenn das so einfach ist, warum hat es denn nicht schon jemand anderes gefunden? Weil niemand das Elex spüren kann, so wie ich es tue. Darum. Zumindest glaubst du das. Komm doch mit, dann zeige ich dir, was ich meine. Natürliches Elex? Eine ziemlich eigenwillige Bezeichnung. Im Grunde hast du recht, es ist auch reines Elex. Doch das raffinierte Zeug, das die Alps aus den Konvertern gewinnen, hat eine ganz spezielle Signatur. Es ist absolut gleichgeschaltet und gehorcht nur noch den Gesetzen der Ordnung. Die umgekehrte Form, die wir Berserker aus dem Mana-Schrein gewinnen, ist ebenfalls extrem polarisiert. Auch ihre Signatur ist sehr klar. Ich habe mein ganzes Leben mit Mana um mich herum verbracht und kenne es sehr gut. Ich brauche aber die unangetastete Urform des Elex, so wie sie nur noch an wenigen Stellen frei in der Natur zu finden ist. Okay, zeig mir deine Elex-Spur. Wie ich schon sagte, es ist nicht weit weg von der Stadt. Folge mir.
Jede Minute fließt eine Unmenge an natürlichem Elex ins Meer. Es wird ausgewaschen aus dem Fels und der Erde. Es gibt Methoden, um es dennoch nicht zu verlieren. Ja, die Alps und ihre Maschinen. Etwas Unnatürlicheres kann ich mir kaum vorstellen. Wie auch immer, um der Elex-Spur zu folgen, müssen wir darüber und den Mutantenbiestern folgen. Wir wissen, wo wir hin müssen, also werde ich dir dieses Mal folgen. Das Elex zieht unter Umständen eine ganze Menge Mutanten an, also sei vorsichtig. Ja, genau, das ist mein Problem. Ich möchte generell aber auch sie jetzt mal ausprobieren. Und dafür nehmen wir mal die Kleinen. Die Kritter hier. Achtung! So, Kaya, du bist dran. Ho, okay, sie macht auch einen Haufen Schaden. Yep. 5 XP, da habe ich jetzt gar nichts an XP-Bonus gekriegt. Ja, vielleicht zählen die Kritter halt auch nicht als sonderliche Bestien, bei denen es sich lohnen würde, XP-Bonus auszuschütten. Müsste man jetzt bei einer Ratte mit 10 XP gucken, ob man dann 11 kriegt. Dann wäre es 1%. Ah, da kommt ja noch einer. Das machst du nicht ungestraft. Sehr nice. Dann wollen wir jetzt aber mal ihre Quest beginnen. Und irgendwo sollen da aber auch jetzt Biester sein. Also wir müssen ein bisschen aufpassen. Bisschen viel aufpassen. Scheiße, da ist ein Mutant, da sind drei Hunde. Das heißt ein bisschen locken. Holy fuck. Holy fuck. Also sie hat versucht zu zaubern. Da liegt sie jetzt im Staub. Ja, geil. Ja. Es mussten aber auch direkt alle kommen, ne? Also, keine Chance. Dann wurde man einfach überrannt. So, den hat es zumindest mal angelockt. Ich hoffe jetzt auch alleine. Bisher scheint es so. Ist zu langsam. Okay, das ging 30 und ich glaube, die gaben vorher 10. Ich bin mir aber nicht sicher. Oder die gaben 25. 25 dann. Ganz passt die Rechnung noch nicht. Sonst noch irgendeiner links? Nein. So, jetzt haben wir den großen geholt und da kommt die erste Bestie mit. Da kommt die zweite Bestie mit. Die dritte aber nicht. Wenn sie den Häscher übernehmen könnte, wäre das nice. Ich bin da. Schlag sie tot, Jungs, schnell. Derzeit kann ich sie nicht verschaffen. Das machst du nicht.
Ja, weil das eine auch vor allem ein kompletter Wühler ist. Ach, so ein Scheiß. Was ich machen könnte, ist die da runterziehen. Zu den Outdoors. So ein Maledeiter Mist. So viel zur Stärke meiner tollen Magierin. Das ist ärgerlich. Dieser eine Häscher ist eigentlich schon viel zu stark. Ich könnte aber bestimmt auch einfach die Mission jetzt abbrechen. Und also quasi einfach erstmal nicht machen. Fertig. Und sie einfach mal mitnehmen und weiter questen. Und genau das probiere ich jetzt auch. Wir gehen mal in die Stadt. Splitter für einen Veteran. Splitter für einen Veteran. Da, nimm. Danke, das werde ich dir nicht vergessen. Und weil du so ein gutes Herz hast, werde ich meine Kontakte spielen lassen. Komm in einem Tag wieder, dann habe ich vielleicht etwas für dich. Nicht schlecht. Okay, in einem Tag wiederkommen. Jetzt bin ich neugierig. Mitternacht. Und bis zur Mittagsstunde. In Anführungszeichen 24 Stunden sind um. Kaum einer lässt noch etwas springen. Mist. Okay, dann muss ich noch einen Tag verstreichen lassen. Ja, der Wohltäter. Ich habe mal ein paar alte Freunde aufgesucht. Sie haben mir aufgetragen, dir auszurichten, dass, wenn du dich spendabel zeigst, sie dir etwas überreichen, das dich nicht enttäuschen wird. Ich verspreche dir, die Anzahlung ist bei mir in guten Händen. Also? Du erwartest, dass ich dir und deinen Leuten trauen soll. Keine Sorge, das sind Spitzenleute. Und wer genau sind die? Absolute Spitze. Ah ja. Na gut. Yeah. Du bist ein kluger Kerl. Komm morgen wieder. Bin ich ja jetzt mal gespannt. Ob er mich abzockt oder nicht. Die 110 Splitter hatten wir. Um das rauszufinden. Da bist du ja. Ich habe gute Neuigkeiten. Meine Leute haben ein Geschäft aufgetan, das das alte um ein Vielfaches in den Schatten stellt. Angeblich geht es um den Prototyp einer neuartigen Rüstung oder sowas. Genau weiß ich das nicht. Alles, was sie verlangen, ist eine weitere Anzahlung des Vertrauens. Nicht genug, bitte. Ich steige aus. Tja. Manche Gelegenheiten gibt es nur einmal. Aber es ist ja deine Entscheidung. Ach, komm. Nee, ich will das eigentlich jetzt wissen. Ich habe leider nicht genug Splitter. Dafür sorge ich mal, dass ich genug habe. So, gesagt, getan. Da. Gut, aber das ist das letzte Mal. Es gibt keinen Grund, misstrauisch zu werden. Das ist ein todsicheres Ding. Du kennst ja das Prozedere. Ich werde ein paar Stunden brauchen, um das Geschäft abzuwickeln. Wir sehen uns morgen. Ja, wahrscheinlich ist er morgen immer da.
kaum einer lässt noch etwas. Hat's jetzt den Morgen irgendwie nicht registriert? Ich habe lange genug gewartet. Wo ist die Rüstung? Tja, also, es gab ein paar Schwierigkeiten. Die Sache ist die... Keine Erklärung, die Rüstung, jetzt! Also, es gibt noch einen anderen Interessenten und der hat weitaus mehr als du geboten. Der Kaufpreis ist mittlerweile auf 10.000 Splitter angestiegen. Du bringst mich auf der Stelle zu deinen Leuten. Die Kerle sind gefährlich. Wenn ich mit dir bei ihnen aufkreuze, dann bringen sie mich um. Du bist in meiner Gegenwart sicher. Mir bleibt wohl keine Wahl. Folge mir. Na dann, zeig mir mal deine Kumpanen, mein Lieber. Ich habe es dir schon so oft gesagt. Das nervt. Oh. Okay, das wird ein Bitchfight. 3 Stück. Natürlich Outlaws. Tiefer kann ich kaum noch sinken. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst alleine kommen? Du sollst den naiven Idioten die Kohle aus den Taschen leiern und sie nicht hierher bringen. Was hätte ich denn machen sollen? Du hältst jetzt das Maul. Verzieh dich zurück auf deinen Platz, aber ein bisschen plötzlich. Dein Freund wird jetzt gerupft. Das ist nichts für dich. Dich mache ich lang. Okay. Aber seine Kumpanen machen auch nicht mit. Finde ich auch cool. What? Ayo, sicher. Sicher nicht. Dass der eigene Begleiter dann aber nicht einfach mal stehen bleiben kann, das kotzt mich so am meisten an. Laufend einer zwischen den Füßen rumtänzelt. Kluger Junge. Tief. Du sollst den naiven Idioten die Kohle aus den Taschen leiern und sie nicht hierher bringen. Was hätte ich denn machen sollen? Du hältst jetzt das Maul. Verzieh dich zurück auf deinen Platz, aber ein bisschen plötzlich. Dein Freund wird jetzt gerupft. Das ist nichts für dich. Dich mache ich lang. Tja. Ach, jo. Ha!
45 Elex und ein Schläger und Erfahrungspunkte. Jetzt gibt's auf die Fresse. Oh, und jetzt wollen sie beide. Toll. Mir hilft natürlich wieder kein Schwein. Also gegen zwei habe ich jetzt keine Chance. Das ist doch Wahnsinn. Warum hilft meine Tussi da nicht? Ah, sie hilft. Na, endlich. Erst war es ein One-on-One und dann kommen die anderen zwei. Also für Kreaturen gibt das ja nur auf Bonus XP, bei den Menschen hier auf jeden Fall schon mal nicht. Nice done, my lady. Jetzt war sie doch mal nützlich. 35 Elixit und nur Blödsinn. 20 Elixit. Also von der Menge her hat es nicht wirklich sich rentiert gerade. Jedoch von allgemein. Der Erfahrungspunkte 300, das war in Ordnung. 300 XP. Oh, Hälfte vom Level sagen wir jetzt schon wieder. So, mal sehen, was der Bettler jetzt sagt. Du hast überlebt? Du erklärst mir besser ganz schnell, wo meine Splitter sind. Okay, aber dreh mir bitte nicht den Hals um. Ich will nur, dass du weißt, dass man mich dazu getrieben hat, ahnungslosen Leuten mit irgendwelchen Geschichten ein paar Splitter abzuschwatzen. Meine Splitter. Wo sind sie? Die siehst du nicht wieder. Und die liegen jetzt wohl bei Baxter. Man nennt ihn den Blutigen. Und er ist der Boss einer berüchtigten Verbrecherbande. Und die Kerle, das waren seine Jungs. Aber mach dir keine Hoffnung. Niemand auf ganz Margalan weiß, wo er sich versteckt hält. Taschen oder Zukunftssplitter?
Eigentlich ist das hier beides blöd. Dann gibst du mir jetzt alles, was du in den Taschen hast. Okay, kein Problem. Hier, das ist alles. Wirklich alles. Ich verziehe mich auch besser. Nicht, dass du es dir noch einmal anders überlegst. Gut. Ihr hat das gefallen. Naja, dass der Typ jetzt für uns quasi anschafft, ist ja auch blöd. Gut, ich würde sagen, hier machen wir einen Cut. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Sayonara.